Wir haben den 21. April 2018. Ein wunderbarer Frühlingsmorgen. Es ist schon fast ein Frühsommermorgen. Die Temperaturen sind jetzt schon über 20 Grad. Es ist sehr wüchsiges Wetter. Man sieht es am Gräs an. Man sieht es aber vor allem an der Reben an, dass die Knospen jetzt aufgebrochen sind. Innerhalb von einer Woche sind sie bis zu 5 cm gewachsen. Die Schienen sind schon sichtbar. Es ist eine Freude, zu sehen, wie die Vegetation wieder verwacht ist. Vor einem Jahr, ziemlich genau, in der Nacht vom 19. auf den 20. April, hat es hier ähnlich ausgesehen. Die Schienen waren sogar noch grösser, zwischen 5 und 10 cm schon. Vor allem beim Cabernet Jura oder beim Johanniter daneben zu oder auch beim Cabernet Gortis, das sind unsere frühen Sorten. In dieser Nacht vom 19. auf den 20. April 2017 hat sich eine Kaltluftsee oder eine Kaltluftwolke über den Rebberg hineingelegt. Mehr als die Hälfte der Triebe sind verfroren. Es hat traurig ausgesehen in den Tagen darauf her. Sie sind vertrocknet, sind braun geworden, sind abgekeilt. Klar sind dann die schlafenden Knospen später ausgeschossen. Die Trauben hat es jedoch an denen nicht wirklich viel gegeben.